Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen im 11. Part von Let's Play Der Lord der Clans, Kapitel 9. Die Belagerung von Dunholde sind wir ja. Und wir waren gerade dabei, unser Lager zu beschützen. Die Sache ist, ich bin ein wenig erkältet, bin heute auch nicht zur Arbeit gegangen, weil es mir echt nicht gut geht. Trotzdem nehme ich ein bisschen auf, weil ich doof bin. Was ist denn das hier? Abgeschlossen. Okay, das müssen wir mal ansehen. Sieht schon ziemlich krass aus hier. Und die Brücke hier auch. Okay, das ist einfach nur eine Brücke. Oh. Ach, hier haben sich Thrall und Tareta getroffen. Verstehe. Und was ist das hier für eine? Ist einfach nur ein Fluss. Okay. Ne, das nehme ich so hin. Also weiter. Wim sagt, ich bin ein wenig erkältet. Und habe gerade eben mitbekommen, dass der Part, den ich das Mal davor aufgenommen habe, also der die Horde erwacht, nicht aufgenommen habe, bedeutet, dass ich das alles nochmal machen muss. Wird super. Ach, gar keinen Bock drauf. Aber so ist das nun mal. Beziehungsweise er hat den Sound aufgenommen, aber er hat nicht die Dings aufgenommen. Den Bildschirm quasi. Was bedeutet, dass ich das nochmal machen muss. Wir haben kein Gold mehr, das war was Neues. Das ist noch nie passiert. Nun gut, wenn wir mehr Holz brauchen, dann greifen wir mal das blaue Lager an. Denn wir haben ja Pillage. Und unser guter Grommasch, beziehungsweise Grom, ist ja so stark, dass er ja halt einfach alles alleine machen kann. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich viele unserer Ork-Brüder sterben werden. Und gar nicht Grom. Denn wir sind die Horde. Grom, Grom. Boah, zwei Schläger dafür gebraucht. Schon krass. Wo sind meine Wolfsreiter? Wir sollen nicht bei den Türmen angreifen. Die Peons können weiter mal arbeiten. Unsere Katapulte sind gerade fett am Arbeiten. Es gibt noch einen Wolf und die Schamanen sind auch schon fertig. So. Unsere Armeen können wir weiter angreifen. Werde ich aber alle mal die Burg angreifen. Die Gladiatoren sind entkommen. Was ist da drin? Der teilt meine Vitalität. Ja, freu mich. Wunderbar, die optionale Quest ist abgeschlossen. Und wir haben alle Einheiten, die wir haben können. Da ist ein Goblin-Laden. Vielleicht können wir da Zauber... nee, können wir nicht. Ich dachte, so eine Heiltotems könnten wir da kaufen. Ich bin gleich mal ganz kurz weg. Nicht erschrecken. Was ihr wollen. So. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, nun geht es Dunholde an den Kragen. Ihr wisst ja, höchstwahrscheinlich, wenn ihr öfters meine Videos guckt, dass ich eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger mache. Ich bin jetzt im letzten Jahr und stehe kurz vor der Abschließung der Ausbildung. Und während der Ausbildung gibt es ein Projekt, das nennt sich Schulstation. In der Schulstation leiten quasi die Schüler abseits der normalen Praxisablauf quasi eine Station. Also die Schüler leiten die Station. Und tatsächlich war ich in, haben wir uns in verschiedene Gruppen eingeteilt, was man so alles machen muss. Und ich war im Feedback-Team. Das Feedback-Team war jetzt, also es war im ungefähr August, wo wir die Schulstation hatten, und ich war im Feedback-Team, wie schon gesagt. Und im Feedback-Team musste man quasi
einen Weg finden, das Feedback, was wir für die Station haben oder die Station für uns hat, quasi zu erkennen. Wo direkt hast du gleich tot. Direkt hast du piss dich von da. Was passiert, wenn er tot ist? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Na, direkt hat noch einen Ank. Klappt das doch. Ist das sogar noch ein Heiling. Wie schon gesagt, wir in der Gruppe, die quasi das Feedback gemacht hat. Und ich dachte mir, dass ich echt, eigentlich hatte ich gar keine so große Lust darauf, mir wirklich anzuhören, was denn die Leute für kleine Problemchen haben mit anderen Menschen. Darum geht es ja eigentlich. Dass die meisten nicht so ganz klarkommen mit anderen Menschen. Und deswegen gibt es ja Feedbackbücher, natürlich auch, um Sachen auszutauschen und so. Wir müssen unsere Armee mal ein bisschen mehr sammeln. Kein Bock, dass der Elite-Ritter hier unsere Armee zerstört. Die sind echt stark, Dornhold. So. Holen uns aber noch ein paar Orks. Der Spear-Thrower. Ein paar Schamanen, denen sind am meisten gefallen. Die Geister sind meine beiden Katapultchen. Die greifen bitte die Elite-Tower an. Scheiße, Phosphor ist tot. Ich habe gar nicht so aktiv genutzt, die Frostwölfe leider. Die Geister sind also weiter. Wie schon gesagt, ich war in der Feedback-Gruppe und ich hatte nicht so viel Bock darauf, mir das Feedback anzuhören. Beziehungsweise es muss ja irgendwie geklärt werden. Also habe ich mir gedacht, die einfachste Variante wäre halt einfach ein Feedback-Buch zu machen, weil dann schreibt da jeder drin, was er blöd fand und dann gucken wir, ob wir Lösungsvorschläge dafür finden können. So. Einfacher Weg, weil ich keinen Bock hatte. Habe ich vorgeschlagen, fand jeder in Ordnung, haben wir gemacht. Die Sache ist, ein Kumpel von mir, der ist gerade auf einer anderen Station quasi, weil wir ja immer durch also Stationen durchlaufen quasi. Und der ist da gerade über einer Station, wo eine andere Klasse gerade Schulstation macht und so quasi eine Klasse, die nach uns kam. Und es ist tatsächlich so, dass diese Klasse, der Typ, mit dem er gesprochen hat, nämlich gerade im Feedback-Kurs ist. Und die müssen ein Feedback-Buch machen, weil es in der anderen Klasse und in der anderen Schulstation so gut geklappt hat. Das heißt, dieses Feedbackbuch etabliert sich gerade da so stark, einfach nur weil ich keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Finde ich super. Ich glaube ja grundsätzlich, dass es so ist, dass faule Menschen, wie ich zum Beispiel, die einfachsten Lösungswege finden. Und das ist toll. Ich habe mich totgelacht. Fand ich so lustig. Aber Donald hat hier gute Verteidigung geleistet. Krass. Hätte nicht gedacht. Ja, lag auch größtenteils natürlich an den Türmen und dass wir keine Hexendorf-Toren haben, was bedeutet, dass wir keine Scheiße. Unsere Truppen nicht heilen können, weil wir keine Totems haben, die uns heilen. Aber trotzdem. Trotz allem hat es gut funktioniert. 13 Elite-Garde hier. Die zwei Veteranen-Schamanen. Noch ein Veteranen-Grunzer. Normalen Schamanen. Holt jetzt natürlich noch ein bisschen Geld. Die Forstwürfe sind aber auch echt stark. Wir haben Graus Basis zerstört. Bringt 3 zum
Schwarzmoorsschloss. Rom und Trat. Wir werden es schaffen. Quest abgeschlossen. Dunhold. Dann machen wir mal weiter. Kapitel 10. Die Konfrontation mit der Vergangenheit. Eine geheime Basis war unter Aedeles Kommandoposten, wo er geplant hatte, Lordaeron zu übernehmen mit der Hilfe von Thralls Orks. In der Zeit der Not war es auch ein Fluchtweg, die ihm viel weit, weit weg von Dunhold bringen würde. Wir spielen auf normal. Aedeles Blackmoor, du kannst mir nicht entkommen. Schneesang, geh zurück zu Drekta. Das ist ein Kampf, den ich mal alleine schlagen muss. Thrall ist wieder außerhalb seines Wolfes, was bedeutet, dass er wieder die anderen Fähigkeiten hat, die im Einzelkampf sehr viel besser sind. Verzeihung. Oh, hier ist also scheint der Beratertisch von die guten Aedeles. So. Binnen. Alle tot. Wir sollten mal so viele wie möglich um uns rumscharren. Und dann quasi das Warstomp machen. Wir hätten vielleicht Thrall lieber diesen Trade geben sollen, dass er schneller angreift. Klappt doch trotzdem ganz gut. Eure Zeit ist gekommen. Lieber Warsong. Trader greift doch schneller an. Weniger Leben. Und da das ja hier oft vorkommen kann, weil es hier so viele Spinnen gibt. Das ist vielleicht ganz gut. Gott, verdammt. Müssen wir unsere Hauptfähigkeit einsetzen, damit wir Leben dazu bekommen. Alter. Gibt es eigentlich eine Warcraft 2 Mission mit Thrall? Das ist nämlich die Frage. Oder ist Lord der Clans halt wirklich nur das Buch? Eine gute Frage. Eine Kampf ist so gut geskillt. Den Shit. Earth Shatter. Am Anfang hatten wir die gar nicht geskillt, weil ich ihn nicht so krass fand. Nice. Alter, wie viele Spinnen, wie ist Blackmoor hier nur durchgekommen? So, aber ich würde sagen, bevor wir uns Blackmoor zuwenden und weiter durch die Spinnengewindbühlen uns durchschlagen, sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis dann.